Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Basmati und diesmal zocken wir wieder Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Wir sind genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Trotzdem müssen wir jetzt hier verschwinden und zwar gehen wir mal zu der nächsten Eisenbahnweiche und gucken da, ob Spuren des verschwundenen Zuges vorhanden sind. Ich bin gespannt. Das hier ist ja jetzt unser zweiter Fall. Und mal gucken. Fortfahren. Okay, jetzt sind wir hier wieder an der Gleise. Da waren wir schon mal. The switch is rusted, but it still works. Ist auch rostig. Minds. This is interesting. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Okay, wir müssen nicht mal bis zur Mine laufen, sondern können uns einfach dem Reisen bedienen und zwar in die Kutsche steigen und hinfahren. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir bei der Mine finden. Ob es da tatsächlich Spuren vom Zug gibt. Und wenn ja, wer hat den Zug entführt? Und warum? Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. In der Tat, sieht sehr verlassen aus. This mine has completely collapsed, Holmes. It's Spuren auf dem Boden, fehlende Schienen. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. I'm always wondering what's on your mind. Häkchen. Gucken wir uns noch mal genauer an. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Aufreißen. Aufgerissen. Sawdust. I am almost certain it is a Watson, could you assist please? Do you have your pistol? Good. Fire at this packet. Ach, ich darf sogar schießen diesmal. Zielen. Schießpulver. Sprengladung war es auf jeden Dynamite. Fall. Dynamit, genau. Nein, ich will dieses. Sabotage. Die Mine wurde mit Dynamit gesprengt. Jemand wollte sie vorsätzlich zum Einsturz bringen. Die Mine ist eingestürzt und haben den Zug unter sich begraben. Dazu wurde Dynamit benutzt. Das glaube ich eher. Okay, mal gucken, was wir noch. Die beiden können wir nicht miteinander verknüpfen. Gibt es denn hier sonst noch viel zu sehen, auf jeden Fall? Kann ich hier runterfallen? Nee. Adventure, da kann ich nicht sterben. Oder ist einfach hier reingefahren? Sieht auch sehr leer aus, nichts drin. Hier noch reingucken. Ein Metallkasten. This box must be the safe. Okay, öffnen. Wieder ein Zahlen oder was heißt ein Zahlencode? Ein Code ist wieder drin.
fange mal so an, dass ich mir außen diese Pins schon mal hole und guck, ob die passen. Dann ist das eigentlich eine ganz einfache Sache. Und zack, offen ist es. Da ist ein Brief drin. The Mexican company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. Ah, I need more information. Perhaps Mycroft could help. Mycroft. Entschuldigung. Hiermit informieren wir Sie darüber, dass die Blabla-Gruppe ab sofort freien Zugang zu allen Anlagen hat. In Zukunft werden wir die Mine dieser Firma gehören. Ebenfalls ab sofort darf kein Vertreter des Blabla-Konsortium mehr die Anlage betreten. Hatten die Streit untereinander wohl gehabt? Okay. Ja, ich würde mir dann noch gerne hier dieses Tor angucken. Oh, da kann ich nicht rein. Ich denke eher, der Zug ist dahinter. Besteht hier denn noch eine Verbindung? Nee. Naja, okay, technisch gesehen kann der gar nicht da drin sein. Naja, okay. Telegrafen, wo kriege ich denn jetzt einen Telegrafen her? Ja, vorher untersuche ich noch das andere Gleis. Das müsste da gewesen sein. Wir sind auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter gekommen. Das Rätsel ist auf jeden Fall schon mal etwas verstrickter. Ist ja auch kein direkter Mord, sondern einfach nur eine Entführung. Oder ein Diebstahl, wie auch immer man das sehen will. Und fortfahren. Was ist denn hier das Nebengleis gewesen? Und da gibt es denn hier einen Telegrafen? Also hier habe ich schon alles untersucht. Dann suche ich einfach nur nach einem Telegrafen. Ah ne, da werde ich den wohl kaum finden. Vielleicht mal jemanden fragen oder so. Ja, was eine Tragödie. Dann suche ich mal den noch. Schön, wenn die sich noch unterhalten würden in dieser Kutsche. Okidoki, gucken wir da mal da rein. Oh. A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Newspaper articles on Pferderennen. Okay, sonst gibt's hier nix. Obwohl, die scheint. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. Das stimmt. It can be an expensive vice,
This man had probably used all his savings. So, wollen wir mit. Ah, da. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Es gibt zwei Firmen aus Chile und aus Mexiko. Beide Unternehmen wollen die Minen der Firma WAE Coal kaufen. Die mexikanische hat bereits eine vorläufige Vereinbarung erreicht und die Verträge vorbereitet. Allerdings gelang es der chilenischen Gruppe mit Hilfe ihrer einflussreichen Verbindung, sich den Zuschlag für den Kauf der Minen zu sichern. Okay, dann sind die Mexikaner natürlich sauer. Auch nicht zusammen. Die Zigarette untersuchen, die könnte vielleicht dann noch wichtig werden. Ah, sehr gut. So sieht der Hut doch ganz gut aus. A greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Pfefferminz. Ricardo, you already know the name of this man. Holmes, you amaze. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Tarrant, a Mexican cigar of an excellent quality, quite an expensive one too. Wir müssen diesen Typen finden. Da ist ein verbranntes Papierstück drin. Ash and cigar stubs. Mistkerl, sehe ich da schon. There was a conflict between the Mexicans and the Chileans. A greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveler or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Ist sonst noch irgendwas hier? Ne. Okay. Ja, die Asche haben wir doch schon untersucht. This ashtray is full of ash and this ashtray is full of ash and cigar stubs. Ja. Das stimmt. Waren wir ja schon drin. Der andere Eingang. Ist auch nichts drin zu holen, doch. Railway Post Bags. Mann, Watson, stehen Sie mir noch nicht im Weg rum. Dann machen wir noch das Gespräch hier. Good day to you, sir. Vielleicht kann der uns ja was erzählen. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson.
We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Okay, dann muss der ihn halt mal. Oh, jetzt guckt er plötzlich über böse. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so, but it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? Well, I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. Okay, war das normal? Glücksspiel? I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Oh, no. The Mexican. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Watson. It seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who flared our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Könnte im überfluteten Steinboden in der Nähe des Bahnhofs. Okay. Suchen wir noch gerade hier die Lösung, die wir diese Ansätze schon. Die passen alle noch nicht so zusammen. Der kam nie in Chesterfield an, da bin ich mir sicher. Bis auf die Chilinen aussteigen.
Diebstahl. Ja. Da bin ich mir sicher, es könnte sehr wahrscheinlich Diebstahl sein. Aber sonst passt noch nichts zusammen. Da würde ich sagen, mit diesem Verdacht beenden wir die heutige Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.